Jetzt kommt unser erstes Match. Crossbow Run. Match Nummer 1 auf dem Weg zum deutschen Meistertitel 2020. Und wegrennen wäre ja für manche schon genug, aber man muss dabei auch noch verdammt viel denken und sich konzentrieren. Das sind unsere Regeln. Bei diesem Match treten zwei Teams gegeneinander an und absolvieren einen Staffelsprint. An dessen Ziel befindet sich je ein Buzzer. Wer seinen Buzzer zuerst drückt, wird zum Fänger und darf 10 Sekunden lang so viele Gegner fangen wie möglich. Danach rücken alle Spieler eine Position weiter und es folgt die nächste Runde. Jede Paarung spielt 4 Runden. Das Team mit den meisten Catches bekommt 20 Punkte, die nachfolgenden Teams 10 und 5 Punkte. Unsere Kandidaten scharren schon mit den Hufen. Jeder will jetzt loslegen. Wir schauen uns an, wie die Paarungen aussehen. Und da sehen wir, dass wir starten mit Team Luke gegen Team Vanessa. Seid ihr alle bereit? Luke, jetzt kannst du endlich. Los geht's! Das wird ein riesengroßes Wimmelbild. Und der Einzige, der da wirklich den Überblick halten kann, das ist mein persönlicher Lieblingskommentator, Jan Platte. In dieser Show ist alles schnell, selbst die Zeit rennt. Und deshalb von mir ein kurzes, aber herzliches guten Abend. Da oben auf dem Spielfeld gibt es für alle heute im Prinzip nur eine Richtung, ab nach vorne. Und alle Teams haben natürlich nur ein Ziel. Am Ende wollen sie den Pokal mit der Gravur Deutscher Meister empfangen 2020 in den Händen halten. Und ich würde sagen, los geht's jetzt mit dem ersten von 4 Crossbow-Runs zwischen Team Luke und Team Vanessa. Ich hab gar nicht so lange Arme. Auf geht's. 3, 2, 1, run. Und jetzt geht's los. Dean mit einem guten Start. Luke mit ein bisschen Vorsprung. Das sieht ganz gut aus für Gelb. Luke verabschiedet sich da schon. Silke als erstes am Buzzer. Und Silke da fangen. Ja, Said, dich nicht um Luke kümmern, sondern weglaufen. Noch 3, noch 2, Start. Start in jedem Fall für Team Gelb. Sehr geil. 3. Yeah! Was ist die Sieg? 2 gefangen! Luke feiert, als hätte er den Titel schon geholt. Aber das waren nur die ersten 2 Pünktchen. Es kommen noch 3 Läufe. Alles noch drin fürs Team Vanessa. Jeder rückt eine Position weiter. Zweiter Lauf des Crossbow Run. Auf geht's. 3, 2, 1, run. Wow. Silke mit einem super Start. Dean, der nimmt Tempo auf und schickt Luke als erstes in die Ecke. Und Andy, ja, ein bisschen früher dran als Norman. Also, jetzt geht das freie Fangen los. Vorher läuft alles in geregelten Bahnen. Er guckt sich Felix aus. Du hast noch 2 Sekunden. Okay. Da ist es aus der Ecke dann kaum noch möglich, den dritten Catch zu landen. Aber nach der Hälfte dieser ersten Paarung geht Luke mit seinem Team mit einem Guthaben in die letzten 2 Läufe. Jeweils 2 Catches pro Lauf. Sieht gut aus für Gelb. Ihr wisst, was zu tun ist. Jeder eine Position weiter. Norman gegen Andy. Der Countdown bitte für Lauf Nummer 3. 3, 2, 1, run. Auf geht's, Türkis. Ihr müsst jetzt ein bisschen dran ziehen, wenn ihr auch punkten wollt. Der Wechsel klappt ganz gut. Vanessa ist super unterwegs, aber Luke darf catchen und schlägt dann erstes Mal zu. Noch 6 Sekunden, Luke. Du hast noch 5 Sekunden. Wen holst du dir? Felix, wow. Vollkontakt fangen à la Luke Mockridge. Und der stellt die Bestmarke auf. Ich glaube, mit einer leichten Hüftprellung kommt er da vielleicht raus aus der Nummer. Aber er sorgt für die Punkte 5, 6 und 7 von Team Gelb. Boah, den Ellbogen noch mal kurz angeguckt und wir genießen Luke in der Verlangsamung. Kurz orientiert und dann zugeschnappt.
und sofort umgedreht, Dean mit dem Finger zeigt, wo es lang geht. Ja, erstes Spiel, gleich wieder so eine schöne Ladung Adrenalin dabei. Yeah! Türkis, ganz wichtig für euch. Ihr werdet diese Paarung nicht mehr gewinnen, aber wenn ihr einen tollen Lauf hinlegt, könnt ihr in die Punkte kommen. Gilt auch für Vanessa. Alles noch mal geben, Türkis. Letzter Lauf zwischen Team Luke und Team Vanessa. 3, 2, 1, run. Said auf Norman. Das ist der Gleichstand bis hierhin. Vanessa! Gelb fängt. Nee, Dean fängt. Ihr müsst weg, Vanessa. Oh, Dean flutscht da so ein bisschen über den Parcours. Wow, was für ein Stress er da Norman macht. Aber der ist einfach zu geschickt. 9 Punkte, glaube ich, insgesamt gesammelt. Klasse, wie das Team Gelb hier reinstartet in diese deutsche Meisterschaft. Simon, du bist dran. Ich bin zu langsam. Luke, mal so ein Start hättest du nie gedacht. Wie fühlt es sich an, mal mit einem zu Null starten? Ja, mega. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir direkt so aus dem Stall raus und direkt so loslegen wie die Feuerwehr. Vanessa ist ja, hat ja noch so ein bisschen Welpenschutz, sie ist neu im Catchboard, aber wir sind so eine Show, wo die Promis an ihre Grenzen gehen. Es ist nicht Ringelpiez mit Anfassen. Es hier gibt wird keine gespielt, Ausreden. Wie auf dem Spielplatz. Der ist knallhart. Benny, das ist Wahnsinn. Schau nochmal in die Zeitlupe. Luke hat sich reingeht. 3 Catches. Ah, Wahnsinn. Diese Leidenschaft im Gesicht, sehr schön zu sehen. Und hier, mein Mann, du hast jetzt auch zuschauen können, hast dir ein bisschen deine Konkurrenz anschauen können. Benny Grams, hier, komm mal mit mir mit. Was sagst du? Kannst du mithalten mit den Jungs, die gerade gelaufen sind und Mädels? Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich sehe es auf jeden Fall jetzt schon im ersten Blick. Es ist so, go und dann Energie, volle Kanne. Aber du bist fit, du bist in Form, wie man sehen kann. Er ist in Form und wie er sich in Form hält, das schauen wir uns mal in einem kleinen Filmchen an, würde ich sagen. Benny Grams. 26 Jahre, 1,71 Meter, 70 Kilo. Professioneller Parkour-Athlet. Von klein auf Sport begeistert, doch schon bald reichten ihm Turnen, Leichtathletik, Karate und Judo nicht mehr. Mit 13 Jahren sieht Benny erstmals Parkour-Videos auf YouTube. Für ihn und seine Freunde gibt's kein Halten mehr. Nach 13 Jahren Training ist er Profi, tourt mit seinem Parkour-Team um die Welt, dreht Videos und verdient mit spektakulären Sprüngen seinen Lebensunterhalt. Also all das, was Benny kann, wird heute noch sehr wichtig sein. Könnte noch ein großer Trumpf auch sein. Fürs Team Orange ihn neu dabei zu haben. Aber jetzt ist auch erstmal Bennys Sprintfähigkeit gefragt. Hand an den Querbalken. Jetzt sind alle bereit. Und wir sind sowieso. 3, 2, 1, run. Erster Lauf beim Crossbow Run zwischen Team David und Team Fabian. Boah, auf viel identischer kann man nicht unterwegs sein. Orange fängt Fabi zum Ersten, Fabi zum Zweiten. Die letzten 2 Sekunden, 2 Catches. Sehr fair von Pete, der es zugibt, gecatcht worden zu sein. So wollen wir es sehen. Wer eine Berührung gespürt hat, gibt es dann einfach auch gleich weiter an die Unparteiischen. Und weiter ist das Stichwort, denn jeder zieht um. Weiter, eine Position. Und ihr seid alle schon fertig. Schön, wie flott das geht. Alles auf Anfang. Los geht's. Lauf Nummer 2. 3, 2, 1, run. Gut geklappt, die Wechsel. David, das ist die Totalkollision. Da haben sie sich nicht abgesprochen. David, pass auf, du musst wegkommen. Das ist noch entscheidend. Orange mit Benny und den nächsten Punkten. Wow, vorsichtig. Der wischt da einmal unten durch. Erwischt Jackie. Es sind die nächsten 2 Punkte für Orange. Und dann sieht man mal, was passieren kann, wenn ein Wechsel nicht klappt. Und hier
Die Kollision der Teamkollegen. Pete kontra David. Ja, also absprachetechnisch ist da noch so ein bisschen Luft nach oben. Aber gut, dass David sofort wieder mit dabei ist und sich zumindest nicht fangen lässt. Und es ist noch alles offen. Benny und der Fußfeger. Und jetzt Lauf Nummer 3 beim Crossbow Run. 3, 2, 1, Run. Die Laufwege vorgegeben. Wer schafft es jetzt ins freie Fangen? 10 Sekunden Zeit zum Catchen. Wieder für Orange und Benny Grams. Der Erste. Du hast noch 6 Sekunden. Im Flug schnappt er sich David. Wow! Und dann, glaube ich, die Ferse von Jackie erwischt. Mein lieber Mann. Top Fangen von Benny Grams. Und es läuft genauso wie in der Paarung zuvor. Erst 2, dann nochmal 2 und dann 3 Punkte für jeweils das gleiche Team. Das war eine klare Nummer an den Buzzern. Lila, ihr habt David im Team. Ihr habt so viele schnelle Leute, auch mit Jackie, mit Luca, mit Pete. Aber ihr wart noch nicht einmal am Buzzer. Und das ist bislang Touché, der Catch des bisherigen Abends. Ein erfolgreicher Lauf für Lila. Einen Punkt machen und ihr werdet Drittplatzierte. So viel ist jetzt schon klar und kommt in die Punkte. Es gibt also Anreiz für euch, Lilane. Lauf Nummer 4. 3, 2, 1, Run. Pete mit dem optimalen Start. Luca kommt so ein bisschen schwer aus dem Quark. Jackie und David, der darf jetzt gehen. Ein Punkt, David, ja. Das war der erste Catch. Noch einen hinterher. Jung, ihr seid in den Punkten. Stark, David. Und wenn der andere losläuft, kennt der keinen. Ich glaube auch, der ist da dran gewesen. Guckt uns noch mal an. Schön. Wie bei der WM 2006 auf dem grünen Rasen. Genauso leidenschaftlich in unserer Catch-Arena. David und Donkor. Lila schafft es definitiv in die Punkte durch einen richtig guten Lauf. So, die Bennys räumen den Laden auf hier. Ihr habt richtig Alarm gemacht. Und jetzt muss ich mal sagen, David, du hast dich da ein bisschen dafür recht gewonnen. Du hast gesehen, du wolltest die Bennys haben. Oder war dir egal? Nein, wie viele Punkte haben wir jetzt geholt? Ja, du hast ein bisschen mit dem Schiri gehadert, habe ich gesehen. Es ist noch geblieben aus deiner Fußballkarriere. Am Ende schon. Wird abgerechnet, das weißt du. Da hast du recht. Und Andrea sagt uns jetzt, wo er denn wirklich steht. Sag uns mal, wie es beim Ranking ausschaut, bitte. Genau, die ersten Punkte im Kampf um die Meisterschaft, die gibt's natürlich bei mir. Und da sieht es verdammt gut aus für den Erfinder von Catch. 20 Punkte für Team Luke. 10 Punkte, Team Fabian, David 5 und Vanessa noch 0 Punkte. Kann sich ja alles noch ändern. Am Ende, wie David gesagt hat, wird ja abgerechnet. Wir bei Catch sind ja dafür bekannt, dass wir nicht nur unbedingt Fangen spielen. Das ist ja weitaus komplexer. Luke, komm mal her. Wir haben nämlich schon wirklich an den verschiedensten Orten gefangen. Zum Beispiel sowas Ähnliches wie Doodle Jump. Haben wir Vertical Catch, ja, erinnerst du dich? Wir wollten nicht nur in die Horizontale uns gegeneinander hinterherlaufen, sondern wir wollten auch in die Vertikale und ein bisschen klettern. Und ja. Das hat bei der ersten deutschen Meisterschaft bei Nieselregen und typisch grauem, kaltem deutschen Wetter sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da warst du nicht ganz so erfolgreich, würde ich mal sagen. Ja, aber ich war auch in der Probe schon sehr schlecht. Deswegen, da hat dich dein eigener Manager geschlagen. Ja, wenigstens konsequent. Also der hat mich, hat mich da noch abgekascht. Da lief es dann besser, das war auch draußen, das war unser Containerlauf. Ja, aber da gibt es viele Verletzungen. Das und wir haben uns sogar im Aufzug haben wir uns gefangen. Und das war deine Sternstunde bei Catch. Das war das erste Mal, dass du Punkte geholt hast. Das ist tatsächlich eine Premiere für mich. Das erste Mal, dass ich Punkte geholt habe, das sind unsere Flure hier bei Lucky Picks. Im dritten Stock sind wir da rumgelaufen und haben uns gejagt, wo wir sonst normalerweise arbeiten und uns den ganzen Kram hier ausdenken. Und du hast eine Sprinterin geschlagen. Das war wirklich unglaublich. Mit vollem Körpereinsatz. Der Kameramann hat heute noch Schmerzen, weil du den umgerannt hast. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Ja.